Ich kann nicht fassen, dass sie nicht mehr da sind. Und es ist alles meine Schuld. Es tut mir so leid, meine Freunde. Ich wollte nicht, dass es so endet. Oh. Was? Wer ist das? Oh Gott, sie sind jetzt ist ganz da. Deine Schuld, Katrin. Tut mir leid. Moment mal, da kommen noch mehr. Du wirst für alles bezahlt, Katrin. Das kann nicht wahr sein. Oh nein, ich bin in Gefahr. Nein, Katrin. Wir sind die Gefahr. Leide. Wirklich? Leute, ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Oh nein, es war nicht meine Absicht. Das ist nicht wahr. Und du weißt das ganz genau, Katrin. Guten Appetit. So chillig. Sorgen wir für etwas Action. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Was zum... Hey, Grody, was willst du? Lass mich essen. Okay, entschuldige. Oh mein Gott, wo ist mein Essen hin? Ich konnte es nicht mal probieren. Nein. Hm, Upsi. Huh? Das war ja merkwürdig. Jetzt hab ich dich. Was? Sie ist hier irgendwo. Egal. Zeit zu futtern. Heilige Schweinchen! Zu scharf! Nur ein Stupser. Was? Wer spielt hier rum? Warst du das? Mein Essen? Essen? Wie kannst du es wagen, mein Essen zu klauen? Katrin! Das war so lustig. Leute, ich habe rumgealbert. Oh mein Gott. Wir sind es leid. Es war nur ein Scherz. Geht nicht. Lass mich nicht alleine. Du bist so egoistisch. Du hast nicht nur meine Gefühle verletzt, sondern nur noch meinen Rücken. Was denn jetzt? Heiliges Einhorn. Unicorn. Oh mein Gott. Bist du okay? Lass mich dir helfen. Oh nein. Unicorn. Was habe ich nur getan? Hey, Leute, nichts Besonderes. Ich bin nur hingefallen. Was? Ernsthaft? Bin interessiert. Gehen wir. Das ist so falsch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Puh. Und nun Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Ich werde dich nie vergessen. Wer ist da? Hier gibt's nichts zu sehen. Was machst du hier draußen? Ich bereite nur einen tödlichen Witz vor. Dann lass mich mal sehen. Er ist zum Sterben. Ich kann ihn noch nicht zeigen. Niki! Hilft mir bitte, ich kann dir das Gleichgewicht. Ich bin bei dir. Puh, was war das für ein Geräusch? Katrin! Dumbo-Fans! Und nun, alles, was übrig blieb, sind ihre Anhänger. Warum? All meine Freunde sterben. Ich halte es nicht mehr aus. Pass auf! Nein! Leid. Warte mal was kurz. Was hast du nur getan? Pimpin! Nein! Die Burger sind fast fertig. Ich kann es kaum erwarten. Sie riechen köstlich. Nice. Hey, Leute! Hey! Ja. Unsere Burger! Nein! Ich will meine letzten Freunde nicht auch verlieren! Nein, Katrin! Ich werde euer Held sein! Habt keine Angst! Ich schaffe... Oh Gott! Ich hatte nicht erwartet, dass es explodieren würde! Autschi! Ich wollte doch nur helfen! Sie sind weg! Ich habe all meine Freunde getötet! Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen! Dafür ist es zu spät! Oh mein Gott! Ihr müsst mir glauben! Ich will auch zu ihnen! Sie schwört sich zu ändern. Ich verspreche es, ich werde brav sein. Du hältst dein Versprechen. Überraschung, das war alles vorgestellt. Was passiert hier gerade? Das war alles bei uns aus Plans. Erinnerst du dich, wie der Kronleuchter auf mich fiel? Ich habe alles nur gespielt. Ich sorgte dafür, dass du glaubst, einen großen Fehler begangen zu haben. Unicorn, was habe ich nur getan? Als du mein Grab ausgehoben hast, habe ich auf den richtigen Moment gewartet, etwas zu finden, das meinen toten Körper ersetzt. Du bist nicht sehr aufmerksam, also hast du die ganze Zeit geglaubt, dass ich der Steinhaufen bin. Und das ohne Zweifel. Unicorn, was hast du bloß in letzter Zeit gegessen? Es hat geklappt. Es tut Haltet euch an den Plan. Jetzt spring. Katrin. Gut gefangen. Danke dir. Sei bereit für die nächste Phase des Plans. Jawohl. Ich weiß, das wird unglaublich. Ihre Anhänger. Sie ist so ungeschickt. Wartet einfach, bis sie kommt. Glaub mir, das wird schon klappen. Nicht mehr. Pass ein! Ich hätte doch zum Theater gehen sollen. Oh. Wimpin! Nein! Wenn sich Unicorn nicht irrt, wird das so klappen. Versuch's einfach mal. Wow. Das ist unglaublich. Da ist sie. Hey, Leute. Hey. Unsere Burger! Ich schaff's. Endlich lernt sie ihre Lektion. Sie sind weg. Ich habe meine Freunde getötet. Es tut mir leid. Aber wie hat Floppy seinen Tod verloren? Ich weiß nicht von uns. Wollt ihr mir etwa sagen, dass... Oh mein Gott. Ich habe vielleicht einen klitzekleinen Fehler gemacht. Was? Wo bin ich? Lasst mich hier raus. Sofort. Es tut mir so leid. Sie wird es niemals lernen.
Alles Gute für mich. Es ist der perfekte Tag, um gemeinsam zu feiern, Cat Dad. Findest du nicht auch? Langweilig. Du musst einfach nur glücklich sein, das war's. Es freut ihn sicher, wenn ich die Kerze drauf mache. Ich kann's kaum erwarten, ihn seit langem wieder lächeln zu sehen. Hey Dad, sieh doch mal, hilf mir mit der Kerze. Ja, Kind, was glaubst du, was du da tust? Pass auf, wo du hintrittst. Es ist mein Geburtstag. Das interessiert niemanden. Ich tu's und du. Geburtstagsfeier nerven. Was hast du getan? Ich hatte nur diesen einen Kuchen. Find einen Job und kauf dir noch einen. Das sagst du mir immer, aber ich bin zu jung zum Arbeiten. Warte, ist das... Hey, Dog Day, sieh nur, was ich kann. Du bist unglaublich. Ich wünschte, mein Dad wäre... Hey, ich bin hungrig, koch irgendwas. Jawohl, Sir, komm sofort. Beeil dich. Wenn Dog Day so einen coolen Dad haben kann, dann kann ich das auch. Ich muss meinen Dad nur wieder glücklich machen. Wenn er es liebt, so viel zu trinken, dann mache ich ihm ein wundervolles und nahrhaftes... Ja, was soll das denn für ein Brei sein? Hat dir deine Mutter etwa nicht beigebracht zu kochen, bevor sie verschwunden ist? Nee, ich hab's mir selbst beigebracht. Was? Was ist denn da? Hausarrest, geh sofort auf dein Zimmer! Oh, das ist nicht fair. Er war mal so lieb zu mir, als Mom noch hier gelebt hat. Wird er jemals wieder der Alte sein? Aber ich bin hier nicht das Problem. Ich wünschte, Catlett würde wieder glücklich sein, selbst wenn es nur für eine Sekunde ist. Crafty Corn! Ja, du hast mir mein Lieblingsessen gemacht, natürlich hast du es verdient. Er könnte niemals sowas wie das machen. Ich hoffe, er regt sich nicht wieder auf. Ich hab dir eine Zeichnung gemacht, Catlett. Meine Schulden? Das hat mich erschreckt. Was tust du denn? So ein gutes Papier. Ich wünschte, es wäre die bezahlte Gasrechnung. Nein, das war ein Geschenk für dich, Dad. Sei ruhig. Los, hol mir was zu trinken. Ich bin ein guter Vater. Er wird niemals wieder nett zu mir sein, oder? Catfin, tolle Parodie. Können wir draußen was spielen? Ich schau gerade Fernsehen. Ich bin Catpressed. Niemand mag dich. Nein, das war mein einziges Spielzeug. Warum ist das Leben so unfair, Mama? Das hab ich nicht kommen sehen. Alles dreht sich. Oh nein, bist du okay, Freund? Ihr seid nicht gemeint. Natürlich nicht. Kannst du mitspielen? Klar, das ist so toll. Ich kann's nicht glauben. Ich hab Freunde. Kinder? Was ist das? Dog Day, Crafty Corn, kommt rein, Kinder. Ich bin mir ziemlich sicher, sie hat eine Überraschung für uns. Wir kommen. Die einzige Überraschung, die ich kriege, ist, wenn mein Vater mich verhaut. Zeit zu gehen, denke ich. Catnap, willst du mitkommen? Das wird sicher lustig. Versprochen. Macht ihr Witze? Natürlich. Wir haben einen neuen Freund. Ist es okay, wenn ich reinkomme? Natürlich, Dummerchen. Willkommen zu deiner Party. Party? Wie Birthday, Catnap. Ihr seid die Besten. Unglaublich. Freut uns, dass es dir gefällt. Für mich? Oh, ihr hättet nicht... Aber ich nehm's trotzdem. Mein allererstes Handy. Etwas, das an dem Kühlschrank gehängt wird. Klasse, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt Freunde habe. Wir alle haben glücklich sein verdient. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich danke euch. Ich hab sie alle. Damit kann ich endlich die Gegenparts zu den Critters erschaffen. Was ist denn jetzt los? Das sollte eigentlich nicht passieren. Autsch! Erstaunlich, diese Kraft, sie leben! Das ist so merkwürdig. Wir sind uns gerade alle so lebendig. Schön, euch kennenzulernen, Frowning Critters. Aufgepasst, dies sind eure Ziele. Ihr werdet sie finden und eliminieren. Habt ihr mich verstanden? Sollen wir etwa töten? Warum sollen wir sowas tun? Was? Weil ich ganz einfach eure Leben beenden könnte. Nein, bitte. Aber wenn ihr darauf besteht, tue ich euch den Gefallen sofort. Wie ich mir dachte. Also, was sagt ihr? Bitte tun mir nicht mehr weh. Wir tun das ja. Gehorcht. Und Trumps neue Folge? In Ordnung. Ich muss es tun. Das ist so cool. Leb wohl, mein Hundefreund. Es tut mir leid. Wer bist du? Dogpress. Ich bin Dog Day. Nett, dich kennenzulernen. Warum das lange Gesicht? Lächel doch mal. Okay, das ist mein bester Versuch. Keine Chance. Ich bin nicht glücklich, Dog Day. Ich mag's nicht zu lächeln, verstehst du? Chill, ich kann dir sicher damit Nein. helfen. Die einzige Chance, mir zu helfen, ist, wenn du durch meine Klinge stirbst. Oh mein Gott, stopp! Perfektes Timing, gleich macht sie es. Tolle Arbeit. Ja, gut gemacht. Das ist der beste Moment des Tages. Oh, ich liebe dich so sehr, Apfel. Was? Bin ich verrückt oder war das ein Messer? Sei bereit zu sterben, du dreckiges Schwein. Genieße deinen letzten Moment. Nein, ich will nicht sterben. Okay, bereit. Stirb, du Insekt. Was ist das? Futterkanone. Upsis. Nein, was hast du getan? Wie eklig. Komm her. Was meinst du damit? Gesundes Essen ist das beste Essen. Sei deswegen nicht sauer auf mich.
Du frisst diese Worte. Erstaunlich. Genau so macht man das. Schön gemacht. Ja. Eine Sekunde noch und es ist fertig. Was? Gefällt Soll es dir? Soll das etwa Kunst sein? Es ist so langweilig. Meine Zeichnung. War zum Sterben schön. Ja, nur weiter so. Willst du mit mir spielen? Komm schon, das wird echt Spaß machen. Gerade noch pünktlich. Los geht's, du schaffst das. Ist das etwa dein härtester Kick? Du willst mich doch veräppeln hier. Ich kann nicht spielen. Ich bin nur hier für meine Mission. Worüber redest du da? Komm her. Sieht schwer aus. Warum versuchst du es nicht mal? Naja, ich weiß nicht recht. Ich hab's nicht so mit Naturwissenschaften. Aber hier ist mein bester Versuch. Welche Art von Zahl ist denn was? Fisch? Lachst du mich etwa aus? Nicht wirklich, tu mir nicht weh. Du, Dumba. Was macht eigentlich Catfish? Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Ist mega. Oh, wirklich? Was? Eigentlich sollte ich dich mit diesem Messer hier töten, weißt du? Wie bedrohlich? Wieso beruhigst du dich nicht etwas? Lass uns reden. Oh, jetzt ist's nicht mehr egal, hä? Warum willst du mich umbringen? Ich will's gar nicht. Ich muss es einfach tun. Und was denkst du darüber? Es ist nicht fair. Ich will niemanden verletzen. Aber warum tust du es dann? Elliot zwingt uns dazu. Oder er tötet uns. Meine Güte, du bist nicht böse. Was? Danke. Erteilen wir ihm eine Lektion. Das ist eine gute Idee. Moment mal, lehnen Sie sich gegen mich auf? Nein. Also, ist es soweit? Warte, lass mich auch etwas Liebe hinzufügen. Ja, ja du bist der Beste. Ich wollte nur mit dir spielen, du fauler Junge. Behandle mich nicht so. Ich bin nicht faul. Ich bin müde. Oh, ich glaube, ich habe dich wütend gemacht. Autsch, du bist stärker, als ich dachte. Aber das war gar nicht mal übel. Denkst du wirklich? Danke. Siehst du, du bist doch gar kein schlechter Kerl. Ich bin stolz auf dich. Ist das wirklich nötig? Es ist so köstlich. Gesundes Lecker. Wow. Sei nicht traurig. Ich liebe dich auch. Nächster Test. Verstehst du es jetzt? Das ist mein bester Versuch. Dieses Geräusch killt mir die Ohren. Wenn ich nicht falsch liege, ist die Antwort 5. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Das ist es. Jawohl. Fühl den Rhythmus. Was? Sie sollten sich alle gegenseitig umbringen. Oh nein. Bleibt weg, nein. Sie sind überall. Wo soll's denn hingehen, du böser Mann? Fuck, ist ja nicht mehr weh zu tun. Autsch. Ich dachte, dieses Mal würde alles klar gehen. Ja, in deinen Träumen, Alia. Warum macht ihr nicht eure Mission? Nicht fair. Gut gemacht. Was? Oh, Cat. Ich glaub's nicht. Oh, ist das wirklich mein Ende? Catfish! Sehr verdächtig. Ihr seid alle verdächtig. Niemand verlässt den Raum, bis wir wissen, was passiert ist. Warum so ernst? Hey, was? Ist das etwa Kaffee? Ihr wartet! Wartet, ich kann das erklären. Niemand kann unsere Liebe verstehen, Kaffee. Ekelhaft. Probier's doch mal. In deinen Träumen. Aber, Icky. Es ist mir zu bitter. Mach Zucker rein. Was? Das macht nicht mal Sinn. Oh, geh weg damit. Wie gesagt, ich bevorzuge Kakao. Ah, so bitter und heiß. Ich brauche frische... Wieso kannst du ein Nein nicht akzeptieren? Probier das mal. Sieht dunkel aus. Es ist eine God-Infusion. Damit wirst du nicht davonkommen, du böses Kätzchen. Catfish hat dann mit Dumba geredet. Oh. Sie war's nicht. Ich war bei ihr den ganzen Tag. Also, bereit. Endlich machen wir es. Das war so ein Spaß. Heiliges Hühnchen, nicht solange ich da bin. Auf ins Universum. Hör auf. Warte mal kurz. Was tust du denn? Catfish, das ist zu gefährlich. Du denkst wirklich nie nach, oder? Verstehst du nicht, wie gefährlich das ist, mit Feuer zu spielen? Okay. Du solltest dem niemals zu nahe kommen, verstehst du mich? Los! Das neunte Wunder des Universums. Der einzige fliegende Elefant auf der Welt. Jawohl, Dumba. Ich jubel das Finale. Ich bejubel gar nichts. Ich befreie mich erst mal... Du hattest die ganze Zeit recht. Es war mega Spaß. Dumba, Catfish, ich hatte euch gewarnt, dass das passieren kann. All diese Gefahren mich hungrig werden lassen. Hab sie nicht getötet. Ja, klasse. Das weiß ich sehr wohl. Wir haben einen Verräter unter uns. Was? Ein Mensch? Das muss mir aus Versehen runtergefallen sein. Du bist der. Es ist nicht das, was ihr denkt, ich schwöre. Hört mir erst mal zu. Noch eine Schleife hier und fertig. Ich bin bereit zum Kochen. Was kochst du denn, schönes Grot? Lass mich dir helfen. Lass mich in Ruhe, Kätzchen. Ich kann dir helfen. Helfen? Ich brauche keine Hilfe. Ich bin der Beste. Ich bin auch gut im Schneiden. Was, Catfish? Nenn mich Gemüse-Ninja. Was tust du denn da? Catfish! Fertig. Puh, was? So gesund.
Sowas sollte nicht passieren, solange ich in der Küche bin. Benimm dich, Katze. Tut mir leid. Ich wollte wirklich nur so gut sein wie du. Um ein guter Koch zu sein, musst du eine vorsichtige Person sein. Und du bist zu tollpatschig. Also versuch das gar nicht, bitte. Ich beobachte dich. Vertrau mir. Nichts an. Ich mein's ernst, Kaffee. Ich bin gleich zurück. Oh Mann, ey. Das dauert alles viel zu lang. Aber ich glaube, ich kann da was machen. Legen wir was Hitziges auf, DJ. Oh mein Gott. Ich muss was tun, bevor Gordy... Was hast du nur getan? Ich hab doch gesagt, nichts anfassen. Das ist deine Schuld. Keine Sorge, mein Freund. Hiermit fixe ich das Vorsicht. Schon wieder. Natürlich, hab's kommen sehen. Mein Essen. Sieh nur, was du getan hast. Es ist versaut. Ich wollte nur ein guter Koch sein. Oh nein, du machst mich krank. Gordy, bitte, beruhig dich. Es war nur ein Scherz. Hab sie nicht getötet. Du, was ist das? Leute, ich war in meinem Zimmer und hab geheult, wie immer halt. Ihr wisst doch, dass ich derzeit immer traurig bin. Oh Gott, tut immer noch weh. Doc Press? Wir haben unsere Hauptverdächtige hier, Leute. Sag uns, was du hier angetan hast. Ich habe gar nichts getan. Ich schwöre. Was denn jetzt? Lass es, Grody. Mir geht's gut. Unbegreiflich. Okay. Es war nicht ihre Schuld. Hast du mich tot? Nein, aber er hat versucht, mich zu töten. Was? Oh mein Gott. Er ist so angsteinjagend, wenn er sauer ist. Wo bist du hin, Kaffein? Du musst dich nicht vor mir verstecken. Ich habe Angst. Naja, nichts, was ein Schluck Kaffee nicht fixen könnte. Ich muss ins Bett, bevor die Folge zu Ende ist. Nichts, worüber man sich jetzt sorgen müsste. Was? Ich glaub's ja nicht. Wird es wirklich so enden? Na gut, mache ich auch ein Nickerchen. Deswegen sollte man ihn einsperren. Das war nicht meine Schuld. Du bist einfach nur zu tollpatschig. Tollpatschig? Naja. Kommt schon, Leute. Darüber können wir doch sprechen, nicht wahr? Gerade für ihn. Du hast unsere Zeit verschwendet, weil wir dachten, du bist tot. Upsi, es tut mir leid. Klingt, als wäre das wirklich so. Wartet. Oh, hey, Leute. Du bist hier gewartet. Meine Hausaufgaben sind fast fertig. Noch etwas sei bereit zu sterben. Was war das? Machst du immer noch Jumpscares? Sieh dich nur an, du Feigling. Lass es liegen. Was ist denn das? Oh Mann, mein doofer Bruder ist verliebt. Was erzählst du denn da? Gib mir das zurück. Wahre Liebe gibt's nur im Märchen. Meine schöne Zeichnung. Tut mir leid, Crafty Core. Hör auf zu heulen und koch mir was Schönes. Wieso bist du nur so böse? Hier ist dein Lieblingssandwich, Schwesterherz. Oh Mann, bin ich hungrig. Darf ich auch ein Stück haben? Oh, du leidest gerade, nicht wahr? Das sieht köstlich aus. Bitte gib mir was ab. Oh, natürlich, kleiner Bruder. Hier, bitte sehr. Vielen, vielen Dank. Darauf habe ich so sehr gewartet. Warten? Kein Gefallen. Yummy. Du bist gemein. Was tust du? Mach das sauber. Nein, ich mach das nicht mehr. Oh, du willst also nicht gehorchen? Daddy! Was ist los? Sie sind ja da. Mom, Dad, er hat mein Essen gegessen. Was? Das ist nicht wahr. Sie hat alles allein gegessen. Lüg uns nicht an. Los, mach den Abwasch. Nicht fair. Bist du immer noch hungrig? Sieh doch mal. Yum, yum, yum. Köstlich. Oh, ich habe die Idee. Verschärfen wir etwas die Lage. Hey, es tut mir so leid, was ich getan habe. Wirklich, danke. Genieß es. Ich liebe Pizza. Yum, köstlich. Was ist denn jetzt los? Du brauchst ein Glas Wasser. Hier, Brüderchen. Ich könnte warten. Danke dir. Ich brenne. Köstlich. Du bist mein bester Freund. Gut gemacht. Das macht Catnap schon wieder. Hey, unsere Eltern suchen nach dir. Was wollen sie denn? Woher soll ich das wissen? Geh einfach, bevor sie sauer werden. Schrei mich nicht an. Schön, so ein guter Junge. Oh, Brüderchen, betrachte dies als die Stunde der Freude. Sie sind ja nicht mal zu Hause. Was? All meine Stofftiere. Was ist nur passiert? Nein, nicht Bobby. Warum? Davon kriege ich nie genug. Schauen wir mal, ob Catnap bereit ist für mehr Hausarrest. Ein bisschen Vandalismus würde dem Haus nicht schaden, nicht wahr? Welch schönes Wetter heute. Oh mein Gott, sag mir sofort, wer das war. Was? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht war. Ich wollte ihn aufhalten, aber er war zu stark. Ich schwöre es. Was? Dieses kleine Kätzchen wird lernen, wie man sich zu Hause benimmt. Wo ist es gerade? Ja, genau da. Catman, bist du wütend auf mich? Du bist eine böse Katze. Ich war das aber nicht. Lern es auf die harte Weise. Das hat echt gut geklappt. Hab eine schöne Zeit. Das hatte ich nicht verdient und ein Hausarrest ohne Bett und Animes, das ist nicht fair. Zumindest bin ich müde. Was riecht hier? Dynamit? Mein Gott, wie gefährlich! Wo kam das nur her? Hey,
Brüderchen, es ist bestimmt spaßig, dich explodieren zu sehen, findest du nicht? Nein. Ich muss meinen Eltern zeigen, dass sie wirklich böse ist. Oh, das ist es. Hey, gib das her. Hey, wie kannst du es wagen? Oh, du meinst etwa das hier? Das brauchst du gar nicht mehr, Schwester. Was hast du getan? Ich bring dich um. Also meine Güte. Autsch, komm sofort zurück. Catnap. Oh nein, sie ist verrückt. Oh, willst du, dass ich dir noch Schlimmeres antue? Heißt das etwa, dass du das alles getan hast? Natürlich. Oh gut, ich hab, was ich brauchte. Mom, wie kannst du es so wagen, deine Eltern anzulügen, junge Dame? Mom, nein, es ist nicht, was ihr denkt. Das ist nicht fair, das ist heute nur deine Schuld. Was ich gesagt habe. Los, also koch was. Nein, dir versohle ich noch den Rauch und benimm dich hier wohl. Fütterungszeit, gleich in den Mund. Ja, meine neue Puppe, sofort. Ich danke dir, mein Lakai. Es ist schon etwas heiß hier drin. Ich hasse dich so sehr, du Kleiner. Sag Hallo zu deinem neuen Leben, Kleiner. Wir sind endlich da. Komm schon, begrüßen wir die anderen. Oh, hallo allesamt. Klasse, mein neuer Bruder. Willkommen zu Hause, meine Familie. Du hast es geschafft. Ach, wir beide. Hoffentlich vertragen wir sicher. Ist das okay, wenn komm schon, Sweetheart. Sei nicht schüchtern. Sei nicht schüchtern. Okay. Ist in Ordnung. Gib mir einfach deine Hand. Oh, sicher. Das war unnötig, Bro. Was ist passiert? Mom! Was ist denn, Liebling? Er hat mir die Hand zerdrückt. Catnip, nein. Seid vorsichtig miteinander. Jetzt geht und spielt zusammen. Ja, Entschuldigung. Los, gehen wir zu den Spielsachen. Das ist unser Zimmer, siehst du? Ich wollte es so gemütlich wie möglich machen. Worauf wartest du? Sieh dir mal dein Bett an. Es ist so cool, nicht wahr? Das hier ist meins. Und das ist der wichtigste Ort, die Zeugkiste. Hier findest du einfach alles. Komm schon, nimm eins. Ja, voll cool. Was ist mit den Stoffbären hier? Alle außer Teddy. Er gehört mir, weil ich liebe ihn. Er hat mich durch viele schlechte Zeiten begleitet und... Gib ihn mir. Komm schon, Bro. Teil ihn sofort. Nein, du kannst die anderen haben. Du meinst diesen blöden Spieler, einen alten Roboter und ein Auto? Ich will den Bären. Aber... Halt die Klappe, weißt du was? Zum Teufel tust du da, Bro. Wirst du schon sehen. Bist du okay? Könnte nicht besser sein. Mann! Was ist hier los? Was ist hier los? Er hat mich geschlagen. Er ist böse. Es ist nicht wahr. Wie kannst du nur? Dafür wirst du bestraft. Du schläfst heute draußen. Aber ich hab nicht... Das ist so unfair. So armselig. Baby, worüber redest du da? Er hat mich beleidigt. Mom, lass mich zurück in mein Bett. Na, bitte, ich glaub's einfach nicht. Hier draußen erkälte ich mich noch. Gute Nacht, Sweetheart. Gute Nacht. Schlaf schön. Bis morgen dann. In Ordnung. Hey, Bro. Ja? Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was ich getan habe. Ich war nicht ganz ich selbst. Den hab ich gemacht. Ja, ist der für mich? Ja, fress ihn. Du Bastard. Es war nur ein Scherz, Dude. Willst du vielleicht eine Runde Baseball spielen? Zeig, was du kannst. Ich mag es nicht, wie du drauf bist, Bro. Beruhig dich mal. Nein. Dein Teddy gehört mir und genauso deine Eltern. Stopp. Hey, halt das mal eine Sekunde. Aber warum? Siehst du gleich. Daddy, Mom! Catnap! Was? Ich hab gar nichts gemacht. Warum heult er? Will er etwa Mom und Dad überzeugen, dass... Dad, aber... Lass gut sein sofort. Du gehst ins Camp, du undankbares Kind. Mein Kätzchen. Los jetzt! Danke, Mom. Dad, denkst du nicht, das ist übertrieben? Bitte lass mich nicht dorthin gehen. Er macht sich über mich lustig. Oh, ich hab solche... Oh, Junge. Catnap, geh uns aus den Augen sofort. Sofort! Jawohl, Ma'am, das ist so unfair. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Verlierer! Weißt du, was das Beste ist? Ich behalte das Haus, wenn sie verstorben sind. Nein, er wird sie umbringen, wenn ich nichts unternehme. Ich muss mich beeilen. Ich spring einfach mal, sehen, wie weit ich komme. Vielleicht ist es noch nicht so spät, bevor Katze. Du wirst auf deinem Platz bleiben, ob du willst oder nicht, okay? Niemand entkommt oder ich... Bin ich noch nicht zu spät? Ich gehe nach Hause. Wartet auf mich! Ich komme! Endlich gehören sie mir. Schöne Träume, Catmom. Ich bin mir sicher, ich sehe dich in der Hölle. Stirb! Denk lieber noch mal nach. Deine dreckigen Hände von mir sofort. Du bist so eine Kur, was? Das war knapper. Bist du taub oder nur dumm? Oh, bleib zurück und genieß die Show. Mom und Dad, hilft mir raus. Klappe, diesmal kommst du nicht davon.
Was war das? Junge, du sollst doch schon schlafen. Was zur Hölle ist hier passiert? Oh, okay, das ist merkwürdig. Wie konnte es... Bleib und wir werden... Au, das tut weh. Ja gut, ich schätze, ich gehe zurück ins Bett. Darum kümmere ich mich später. Na, du... Du wirst ihnen nichts antun, hörst du? Ich besiege dich ein für alle Mal. Du willst mich doch verarschen. Oh, wieso weißt du dem hier nicht auf? Ja, wie hast das, du miserable, unloyale Katze? Zeig das zu beenden, für immer. Nein, was war? Du hast den falschen Gegner ausgesucht. Er ist der gefährliche Typ. Lass mich los. Das ist nicht wahr, Sir. Wie konnte ich sowas nur meinem kleinen Bruder antun? Er lügt. Bring ihn her. Warte. Holt mich hier raus. Game over, Bruder, ich gewinne. Das ist unsere letzte Chance, unser kleines Kind zu retten. Wir müssen uns beeilen. Los geht's. Wir können ihn nicht ohne Geld behalten. Oh, mein süßes Kind, ich werde dich vermissen. Catmom? Ich liebe dich so sehr, das macht so viel Spaß. Alles wird gut werden, Sohn. Sei brav, ja. Jetzt ist an der Zeit. Schnell, jemand wird gleich kommen. Wer wagt es, so an meine Tür zu klopfen? Oh Gott, ein Kätzchen. Sohn. Willkommen im Playcare, Herzchen. Was, Playcare? Klingt ziemlich das spaßig. Das ist es auch. Okay, dieser Ort sieht ziemlich groß aus. Ich frage mich, ob ich ein paar neue Freunde finden könnte oder vielleicht... Willkommen. Nein, bitte, ich will keinen Ärger. Hilfe. Hört auf, ihr bist in Gefahr. Wir werden dich verstehen. Sie kommt. Macht euch bereit fürs Abendessen. Du bist fürs Erste gerettet. Ja, lass dich nicht ablenken. Die sind so gemein. War das die richtige Entscheidung? Esst so viel ihr wollt, Kinder. Es riecht wirklich eklig. Ich will nichts davon. Warte mal, er ist nicht. Auf, sonst muss ich dich mit meiner Waffe hauen. Verstanden, ich mach so schnell ich kann. Lecker. Warum machen wir nicht? Los geht's. Gebt ihnen alles, meine Freunde. Tut mir leid, ich bin fertig. Das Letzte? Ich glaube nicht. Das ist unfair. Guten Appetit. So gemein. Nein, bitte, tu mir nicht weh. Iss, oder du wirst deine schlimmste Strafe erleben. Oh, ja, Mr. Light. Mein Arm ist gekleidet. Fang es. Vorsicht. Oh nein. Holen wir uns sein Spielzeug. Ich bin dabei. Ich liebe es, Mama. Gib her. Es tut weh. Nimm mir nicht Mamas Geschenk weg. Hey, gib es mir zurück. Papi, verliert mich. Wir haben es geschafft. Das ist das Einzige, was ich von ihr habe. Jetzt gehören uns alle seine Spielsachen. Ihr werdet adoptiert. Oh mein Gott, Liebling, schau dir all diese talentierten Kinder an. Oh, yeah. Mich, bitte. Ich will hier weg. Wir haben einen Gewinner. Du, komm her. Danke. Unmöglich. Ich dachte, sie hätten mich gewählt. Ich muss mich an diesen Ort gewöhnen. Ich will das nicht. Ich will, dass Catmom und Catnett hier bei mir sind. Die waren meine gute Familie. Was ist passiert? Ich vermisse sie so sehr. Nein, es tut mir leid. Hier sind deine Stifte. Was machst du da? Ich habe dir das nicht erlaubt. Ich weiß, aber ich musste etwas Wichtiges zeichnen. Etwas Wichtiges? Etwa deine Familie? Nein, du Lügner, das ist nicht wahr. Warum musst du so gemein zu mir sein? Geh weg! Ich vermisse meine Familie so sehr. Was? Nein, Hilfe! Lass mich los! Autsch! Neues Spielzeug! Ich hab die Nase voll von all diesen Jungs. Boba, Zeit für Rache! Autsch! Er ist stärker, als ich dachte. 2-1? Na dann los! Ja! Was? So schläfrig. Besiegt? Ja! Yeah. Arme Kinder, du steckst in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Ab jetzt hast du Hausarrest. Nein, das ist unfair. Schatz, ich kann ihn nicht sehen. Schatz, ich habe eine Überraschung. Oh, wir sind Millionäre. Wir können unseren Sohn wieder adoptieren. Katner, wir kommen um... Katner? Hallo Eltern. Ich will Katner adoptieren. Hast du ihn gesehen, Miss? Diese Karte hat gerade Hausarrest. Ihr müsst einen anderen adoptieren, Lady. Aber ich weiß nicht. Ich will nur meinen Sohn sehen und keiner von euch sieht aus. Mama, bist du das? Eltern, nein! Lasst mich los! Ich kann nicht zulassen, dass sie ohne mich gehen. Autsch! Ich bin hier!
Schön dich zu... Autsch! Nein, Miss, bitte! Du gehst nirgendwo hin, junger Mann! Zurück in den Käfig! Sofort! Ich wollte nur meine Eltern sehen. Katniss, geh nicht dich! Zurück in den Käfig! Ich hab jetzt genug von dir! Hey, wo glaubst du, dass du hingehst? Cat-Mom! Wir sind endlich wieder vereint! Nein! Katniss! Nimm mich nicht weg! Ich fühle dich an! Ich will dich zum Tier! Was? Und jetzt? Ja, natürlich! Wow. Abgemacht! Katniss! Wow, Mom! Ich kann es nicht glauben! Wir sind endlich wieder zusammen! Aber wartet! Naja, uns adoptiert sowieso niemand! Das ist nicht fair! Was? Warum adoptiert ihr nicht alle? Wir könnten ihr Leben für immer verändern! Ich weiß nicht! Naja, wir haben die Mittel. Wir sind jetzt eine Familie.